wurde an mich herangetragen, ein Projekt für das Dubai Shopping Festival, sozusagen eine Dubai Symphony zu schreiben für die Eröffnungsfeierlichkeiten. Und das habe ich dann auch angenommen und habe deswegen eigentlich hauptsächlich den Entschluss gefasst, nach Dubai zu ziehen. Weil ich mir gedacht habe, naja, wenn man schon mal so weit ist, dass man ein großes Orchester bei den Eröffnungsfeierlichkeiten zum Dubai Shopping Festival dirigiert mit seinem eigenen Werk, das man komponiert hat, dann braucht man sich eigentlich nicht so viele Gedanken machen, dass das auch in die richtige Richtung weitergeht. Doch im selben Jahr starb der Scheich und das Shopping Festival wurde abgesagt. Philipp Meyer, ehemaliger Lufthansa-Pilot, blieb trotzdem in Dubai und stellte ein eigenes Symphonieorchester auf die Beine. In einer Schulaula treffen sich die Philharmoniker der Vereinten Arabischen Emirate einmal in der Woche zum Proben. Auf staatliche Fördergelder warten sie bis heute. Elena, Elena, kannst du alle einstimmen? Es ist schon viel Leidenschaft dabei. Und es war auch schwierig. Das ging von 4 Leuten über 8 Leute, über 12 Leute. Und so stetig wurde dann das Ensemble immer größer, bis es halt dann irgendwann mal wirklich die Größe oder sagen wir mal zumindest die Besetzung eines Orchesters hatte. Die Nationalhymne, ihr habt sie doch. Wir fangen einfach an, ihr findet das schon. Okay, right. Mit Taktgefühl und Ausdauer buhlt Philipp Meyer um die Anerkennung seines Orchesters. Doch aus dem Wolkenkratzer des Scheichs Al Maktoum und der Kulturbehörde gab es bisher keinen Cent. Dabei handelt es sich um das einzige symphonische Orchester der Emirate. Engagierte Amateure, die an die Kraft der Musik glauben. Leid, das wir ganz speziell mit dem UAE Philharmonic Orchestra haben, ist zum Beispiel das Verständnis für Kultur. Das Verständnis, dass Kultur Geld kostet, aber nicht unbedingt sofort einen Return bringt, wie ein Investment. Denn Dubai hat eigentlich nur dieses ökonomische und finanzielle Wachstum als Basis. Wir haben eigentlich sehr, sehr viele Anfragen für sogenannte Corporate Events. Das sind meistens irgendwelche Gala-Dinners mit VIPs von großen Firmen. Dann spielt man vielleicht mal einen Satz aus einer Dvorak-Symphonie zum Beispiel. Und dann spielt man am Ende dann James-Bond-Themes. Oder also jetzt was in der Richtung. Oder man spielt ein arabisches Stück, wo man auch vielleicht mal ein arabisches Ensemble sogar mit Originalinstrumenten mit einbindet und danach die Ouvertüre zur Zauberflöte. Also es ist für ein europäisches Kulturverständnis und ein Orchesterarbeit ist es schon wahrscheinlich sehr abenteuerlich. Aber auf der anderen Seite erhöht es natürlich auch die Awareness für ein Orchester. Und es bringt auch Orchesterarbeit Leuten nahe, die wahrscheinlich sonst überhaupt damit gar nichts zu tun hätten. Und man kann auch Interesse wecken dadurch. Also man muss da schon ganz vorsichtig, zwar aber auch ein bisschen populistisch denken oft.